Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und es handelt sich, so wie es natürlich dem Titel schon entnehmen konntet, um World of Subways 3 Underground. Wir hatten ja bereits vor einiger Zeit den zweiten Teil gezeigt mit der Berlin-Linie U7 von TML Studios. Und das ist der direkte Nachfolger. Und warum nicht? Ja, passt natürlich in unsere Sammlung von ÖPNV. NV-Simulation natürlich bestens mit rein, deswegen dachten wir uns so, ja, und haben natürlich einen kleinen Tipp bekommen, dass wir das Ganze uns nochmal direkt mal anschauen und von daher, ja, soll dieses Video heute hier dienen, dass wir uns mal ein bisschen wieder zurückversetzen zu den früheren Zeiten von unseren ÖPNV-Nahverkehrsspielen, die es so damals gab und tatsächlich bin ich auch echt überrascht, dass der ein oder andere Titel von euch da extrem gut angekommen ist, von daher müssen wir mal gucken, dass wir hier auch zukünftig weiter die Latte natürlich oben halten, bloß wenn ich Spiele natürlich versagen, können wir natürlich wenig dran ändern. So, genug gequatscht, wir wollen uns hier mal ein wenig hier reintun. Wir können hier natürlich nach Fahrplan fahren und nach Aufgabe. Wir machen heute nach Fahrplan und ich habe mir natürlich auch schon was ausgesucht. Und zwar Menschenhaus nach Paddington. Und das Ganze machen wir hier um, ja komm, 6.54 Uhr bis 7.22 Uhr. Passt perfekt. Das Ganze könnt ihr natürlich auf Steam kaufen, ist natürlich dort erhältlich. Ich weiß aber leider nicht, was es kostet. Ich glaube so um die 9,99 €. Vielleicht schaut ihr da am besten auch mal bei unserem Partner Games Planet vorbei. Ich glaube, die sind da auf jeden Fall mit dabei. So, wir befinden uns im Spiel. So sieht das Ganze also aus. Wir können es natürlich hier bewegen. Das ist, ja, eigentlich nichts anderes, als was wir halt auch schon bei World of Subways 2 machen konnten. Wir werden jetzt mal hier zu unserem Zug laufen. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Das weiß ich nämlich jetzt nicht aus dem Kopf. So, setzen wir uns mal hier an unserem schnieken Platz hier. So, kann schon mal hier überall Licht anmachen. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, rüsten wir das Ganze erstmal so ein bisschen auf. So, genau, Licht an, das wäre großartig. So, jetzt gehen wir mal kurz mal hier oben hin. Ja, danke schön. Und jetzt suchen wir hier erstmal unsere Linie raus. So, was ist denn das? Ist das Inner City? Ist das Outer Rail? Schauen wir mal. Paddington, Baker Street. Mansion House, Enter und Destination war Paddington. Da. Paddington, Enter. Press Enter, Starting, so. This is Mansion House. This is a Circle Line train to Edgware Road via Embankment and Victoria. Wundervoll. So, ich glaube, wir haben alles tatsächlich. Ich guck mal nach. Das bräuchte ich vielleicht noch. Ein Streckenmonitor ist aber gar nicht so verkehrt. Und ja, von daher. Ich sage, los geht's. So sieht das Ganze also aus hier. Oh, hier ist eine Baustelle. Naja, das konnten sie immer gut. Die konnten das immer extrem gut in Szene setzen hier alles. Deswegen war ich eigentlich immer ein riesen Fan gewesen von TML Studios. Die haben das immer großartig gemacht. Also schon alleine damals bei dem Train Simulator, mit dem Microsoft Train Simulator. Das war immer exzellente Arbeit gewesen, was sie da gezaubert haben. Und das ging natürlich mit World of Subways selbstverständlich weiter.
So. Ja, ihr seht, also es funktioniert wundervoll und es spielt sich halt gleich wieder. Du brauchst bloß so nicht mal 5 Minuten, 10 Minuten Einarbeitungszeit und dann bist du sofort wieder drinne in TMS Studios. Und die spielen sich halt gefühlt auch alle irgendwie gleich und deswegen hast du halt so ein relativ sicheres Gefühl, dass du das Ganze schon irgendwoher kennst. Sagen, ich spiele das Ganze hier auch in 4K, ja, also das funktioniert. Es war ja da bei World of Warcraft 2 war es nicht möglich gewesen, den in 4K zu spielen. Der 3er funktioniert ohne Probleme. Westminster Abbey.
So, was ist denn da los? Da kommen ganz schön viele Leute auf den Gegenverkehr hier, oder? Ja, aber ihr seht, es läuft also ohne Probleme. Man kann es halt wirklich heute noch spielen. Also es ist nicht so, dass die Grafik jetzt total veraltet ist oder dass es jetzt keinen Spaß mehr macht. Also man kann hier wirklich hier heute noch Zeit investieren hier in World of Subways. Und ich glaube, das kann ich sogar von allen Teilen bestätigen. Von allen vier Teilen, die es gibt von World of Subways, kann man hier wirklich sagen, man kann hier getrost zuschlagen, wenn die mal so im Sale sind oder so, was ich weiß. Einzeln sind die ganz schön teuer. Aber wenn man das dann wartet, so bis dann irgendwie mal so ein Sale ist, dann spart man hier ordentlich Geld. Aber man hat auch richtig gute Simulationen dann. Da hätten wir noch drehen müssen. Ja, mal gucken. Können wir mal eine nächste Haltestelle machen? Oder Bahnhof. Aber die ganze Zeit mit Not in Service. Auch großartig. Gib mir doch Paddington. Gibt's nicht. Also bei der Circle Line. So, dadurch, dass wir jetzt ganz schön hart in die Eise gedurften, auf einmal ein rotes Signal vor uns war. Thank you.
What? Was ist hier los? Also. Komm hier nicht raus. Naja, gut. Komm hier nicht raus. Ich. So, ich glaube, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Hallo? Ich möchte auf den Fahrerplatz sitzen. Das ist aktuell nicht möglich. Ah, jetzt. Oh Gott. Wurscht weg hier. So, ja. Ich glaube, die haben schon mal das gleiche Problem wie ich. Dass ich in den Zug nicht einsteigen kann, aus irgendeinem Grund, oder aussteigen kann. Schon halt alle davor, oder die warten halt natürlich. Ja, guck mal, aber jetzt. Ja. Keine Ahnung. War dem wohl nicht angenehm gewesen hier oder sowas. Notting Hill. Oh Gott, den Film habe ich glaube nie geguckt.
Notting Hill. Nie. Wir sind bei Bayswater. Kann man das hier irgendwie noch ändern? Ah, hier können wir. Ah, ich verstehe. Die nächste Haltestelle, aber irgendwie wird da jetzt den Knopf nicht gefunden für. Paddington.
Also ich glaube, irgendwas ist hier gerade passiert. Oh. Ja. Irgendwas ist hier gerade passiert. Okay. Irgendwas ist hier gerade passiert, weil normalerweise, ja, sind wir jetzt schon Paddington. Das Problem ist. Ah ja. Ach so, vielleicht müssen wir zurück, wa? Oh, kannst du nicht rennen? Boah, der braucht er jetzt. Hallo. Leute, was ist denn das jetzt hier? Hör mal, das ist ja Pizza. Nee, guck mal zurück, können wir gar nicht. Ja, normalerweise wäre Paddington nämlich Edhardshire gewesen. Warum auch immer wir jetzt hier in Edgware Road gelandet sind, kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Normalerweise hätte es klappen müssen. Ja, so sieht es scheinbar aus. Aber ihr seht halt, das Spiel läuft wirklich ohne Probleme, auch heute noch. Es sieht, wie gesagt, hübsch aus. Es läuft perfekt. Ja, wie gesagt, 4K wird hier absolut unterstützt. Wir hatten jetzt hier zwar ein paar kleine Drops drin, aber das ist jetzt nicht wirklich groß tragisch. An sich, wie gesagt, eine nette Idee. TMS Studios ist eigentlich dafür bekannt, dass sie gerade im Bereich Simulation auf Schienen eigentlich alles richtig machen. Wie gesagt, war damals schon bei dem Microsoft Train Simulator und hat sich mit der World of Subway-Reihe eigentlich komplett durchgesetzt. Was man jetzt so von den Bus-Simulatoren jetzt eventuell, ja, sitzt jetzt nicht ganz auf dem hohen Level, wie jetzt hier zum Beispiel auf den Schienen. Also werden wir uns bestimmt noch die nächste Zeit bestimmt hier noch öfters wiedersehen. Bei TMS Studios war ja natürlich fleißig und hat natürlich so die ein oder andere Simulation noch gebracht, die wir uns natürlich hier auch noch anschauen werden. Von daher möchte ich mich jetzt hier eigentlich verabschieden. Hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt nicht die richtige Haltestelle jetzt hier erwischt haben, warum auch immer. Ja, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn, tschüss!